Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NHL 20, die DEL-Saison mit den Kölner Haien. Heute geht es gegen die Eisbären Berlin. Es ist der 37. Spieltag. Die stehen ja, glaube ich, in der Tabelle auf Platz 10. Für uns sieht es ganz gut aus. Wir haben gestern einen ziemlich souveränen Sieg gegen den EHC Red Bull München gefeiert, was ich so überhaupt nicht erwartet hätte. Weil ich habe irgendwie wieder so ein, keine Ahnung, so ein Mannheim Reloaded erwartet, wo wir 4 Tore Vorsprung hatten und dann am Ende noch 7-4 verloren haben. Aber gut, das hat gestern ganz gut geklappt. Haben sogar dazu beigetragen, dass Danny aus dem Birken aus dem Tor genommen wurde. Und ja, dann sehen wir mal hier, wie das Ganze derzeit so aussieht. Im Tor Sebastian Dahn. 2 Gegentore, 2,09 Gegentore pro Spiel, 92,2 die Fangquote, 6 Shutouts. Und auf der anderen Seite Gustav Westlund natürlich wieder drin. 1,34 Gegentore pro Spiel, 91,0 und 11 Shutouts. Ja, dann bin ich mal gespannt. Shepard gegen Matsumoto beim Bulli mit Rankel und Ortega. Bei uns natürlich wieder unverändert Tiffels und Ackerson. Und Bulli gewinnt von Matsumoto. Der geht mit Zerrissen. Und Matsumoto, da war die erste Chance, aber abgefangen. Erstes Bulli vorm Tor nach 47 Sekunden. Da sehen wir Alexander Oblinger. Und wir gehen ins Bulli mit Matsumoto, was er jetzt allerdings verliert. Und Rankel marschiert nach vorne. Zerrissen versucht da hinterher zu kommen. Der ist eigentlich ein bisschen langsamer. Und Matsumoto, und das ist eine Strafzeit. Berlin nach 1 Minute 38 zum ersten Mal in Unterzahl. Einmal fürs Haken hier. Was denn? John Ramage. Ja, also erste Chance. Mit Best. Und der holt das Bulli. Genoway. Starker Schuss, aber gut gehalten von Sebastian Dahn. Nein! Da hat von Best der Schuss zu lang gedauert. Da war auf jeden Fall die Chance. James Shepard, 24 Punkte. Topscorer von den Eisbären. 4 Tore gerade mal. Ist natürlich für einen Spieler von seinem Kaliber deutlich zu wenig. So, Best holt wieder das Bulli. Garnier. Nowski. Letzten Spiel 4 Punkte geholt. Und davon allein 3 Tore. Das war schon nicht so schlecht. So, und jetzt haben wir hier Kevin Garnier mit Ben Hanowski. So, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen in die Aufstellung. Oh nein, der eigene Mann, ey. Der eigene Mann verhindert das sichere Tor. Müller. Wieder geblockt. Und Marcel Müller ist ja auch ein Eishockeyspieler, der gerade in der DEL schon viel rumgekommen ist. Eisbären Berlin, Krefeld Pinguine, Hamburg Freezers, Kölner Haie. Best. Und da ist Marcel Müller und macht das Tor. Der trifft auch immer wieder. Nimmt wohl wirklich mal die Jagd auf zu Matsumoto und Tiffels. Aber ich habe es ja schon mal gesagt. Ich glaube, wenn Marcel Müller hier so weiter getroffen hätte, wie es am Anfang der Saison war, dann wäre er schon mal so 20, 30, gut, 20 ist jetzt nicht so abwegig, er hat jetzt schon 16, aber 30 Tore wäre nicht so unwahrscheinlich gewesen. Ja, Ramage, das hat sich dann leider gerecht. Ich muss nur sagen, dass es eine unnötige Strafe eigentlich war, weil Matsumoto hätte wirklich Platz gehabt, wenn er durchgekommen wäre. So, Tiffels hat die Scheibe, aber kommt er durch. Ramage muss jetzt oder will wahrscheinlich was gut machen, weil da kommt Mo Müller mit dem Check und Matsumoto. Drüben ist Ackerson. Und da macht er's. Das war echt gut gespielt jetzt. Der Schuss auf den Rebound spekuliert und Jason Ackerson macht auch mal wieder ein Tor. Das hat jetzt auch bei dem ein bisschen länger gedauert. 14. Saisontor. Wir sind wieder im Groove drin, Leute. Es läuft einfach wieder. Matsumoto wieder mitten Assist. Und ja, das sieht doch gut aus. 2:0 Doppelschlag. Und Freddy Tiffels auch dran beteiligt. Also unsere Top-Reihe stellt hier einfach mal auf 2:0 in wenigen Sekunden. Jetzt Ortega.
So, Tiffels schiebt an. Oh Gott, der war schlecht. Matsumoto, Ramage ist wohl davor. Der hätte dann wahrscheinlich wieder gepasst. Und Nöbels. Dann haben wir jetzt hier. Müller geht da. Und Sechs Hill, vierte Reihe. Und Sill übernimmt wieder. Oh, schießen wir mal und da mit dem Fanger und Safe. Hält dann lieber mal fest. Was sehen wir hier? Die Top 10 Tore in der DEL. Matsumoto, Tiffels, also zwei von uns auf jeden Fall vorne. Ich hoffe natürlich, dass wir wirklich mal wieder hier die meisten Tore erzielen können in einer Saison. Das haben wir lange nicht mehr gehabt. Seit zwei oder drei Jahren bestimmt. Ich glaube, der letzte, wo uns das gelungen ist, war mit Ryan Jones. Könnte auch Patrick Hager gewesen sein. Ich weiß es wirklich nicht mehr. So, Zerrissen. Arbeitet nach hinten. Da wird aber nie vorbeigelaufen. Etwas verschätzt. Und Oblinger fängt ab. Spielt auf Palka. So, Anspielstation bitte. Garnier. Boah, der hätte gepasst. Der hat nur zu hoch geschossen. Dahan war da komplett out of position. So, Garnier verliert die Scheibe. Und Busch. Breslau. Spielt über Garnier schnell. Macht's jetzt mit Genway. Aronson. Oh, schade. Und Strafzeit Berlin. Ich weiß ja nicht, was passiert ist, aber es gibt das nächste Powerplay. Einmal haken. Hä? Nee, die Eisbären haben Powerplay. Warum? Genua hat die KI wieder Sperenzchen gemacht. Also, die Eisbären haben jetzt die Chance auf 1:2. Vohl holt das Bulli und Tiffels spielt die Scheibe raus. Rutscht sogar komplett durch, das ist schön. So, Best. Arbeit nach hinten, da ist Oliver Müller erstmal mit ein paar geblockten Schüssen bzw. abgewehrten Schüssen mit dem Schläger. Westlau mit dem Save, da ist Tiffels, aber er kriegt die Scheibe nicht in Kontrolle. Oliver und Best und spielt die Scheibe raus. Oh, frische Leute ist jetzt eigentlich hier doof. Oh nein, das war dumm gewechselt, das war dumm gewechselt. Zerrissen, komm, komm, komm. Oh, der geht zum Glück drüber. Das war richtig schlecht gewechselt. So, geblockt von Kindle. So, Zerrissen und Kindle weiterhin hinten. Hörtler und oh nein, da kriegt er von der Kelle genommen. Schade, schade, ja. Busch mit dem 1-2 Anschlusstreffer. Viertes Saisontor. Dankeschön an Kobe Genoways KI, die da einfach eine Strafe zieht. Schade, das war eigentlich ein gutes Unterzahlspiel, was wir hatten. Ja, Westlau mit dem Schoner und dann ist Busch da und zieht ihm die Scheibe rüber. Und damit ist es noch bei 1:2. 5 Minuten noch auf der Uhr. Und Braun darf. Ramage, der ja die Strafe verursacht hat, die zum Tor führte. Oh nein. Shepard, Ramage und da ist der Schuss vorbei gewesen. Jetzt gehen wir mit Hanowski. Garnier. Und da ist die Strafe für Berlin. Ja, das können wir jetzt irgendwie wieder ausgleichen. Einmal wieder haken. Ja, sehr aggressives Spiel hier. Vielleicht auch kleinische 50, ich weiß nicht. Ortega auf jeden Fall mit der Strafe. So, Chance zum 3:1. Matsumoto auf Mais, der Topscorer. Janeway, oh, der wurde gehalten. Tiffels. Und Matsumoto macht's. Geht doch. 10 Sekunden kurz drüber nachgedacht. Und dann einfach mal hier, boom. Wieder auf den alten Vorsprung hergestellt. 19. Saisontor für John Matsumoto. Matsumoto ist dreamy. Ja, das ist schon echt. Die erste Reihe macht Spaß. Vor allem, wenn wir überlegen, Tiffels, den haben wir letztes Jahr auch gespielt. Der ging aber bei weitem nicht so ab.
Dieses Jahr ist das schon echt, ja, nicht so verkehrt. So, Lapierre gegen Matsumoto. Er bleibt direkt drauf. Genoway sogar mit dem Assist. Busch. Weslau, nochmal Busch. Der wird doch nicht etwa. So, 17 Sekunden, aber Berlin immer noch in Scheibenbesitz. Kettemer. Busch. So, und da, ja, wussten sie nicht, wo sie hinspielen sollen und dann war es am Ende die pure Verzweiflung und wir gehen mit 3:1 ins Mitteldrittel. Wo sind immer die Tore? Marcel Müller. Und das war, glaube ich, das 3:1 von John Matsumoto, ja. Na gut. Schauen wir denn 6:10 die Schussstatistik. Also 83%, 83,9% die Passquote bei uns, 86,8% bei den Eisbären. So, Matsumoto verliert die Scheibe. So, Matsumoto jetzt schiebt an, ja, aber der Rankel mit dem Scheibengewinn. Und, oh schade, tippelt. Ich dachte, er hätte ihn. Ja, und jetzt ist es abseits. Hat er gedacht, den sieht er nicht. One of the league leaders in points, he can beat you with his own stick or open up the game and make somebody else dangerous. James Sabalski, Ray Ferraro with you here in the early going of this period. Been a pretty good offense. Oh, Matsumoto. Tiffels. Schade, da wollte ich jetzt in den Lauf spielen, das hat aber nicht funktioniert. Zerrissen mit dem Check. Aber das ist ja auch so ein Ding, das ist eigentlich das wirklich das erste Jahr, wo ich mal Zerrissen spiele. Der hat bei mir immer auf der Tribüne gesessen. Und jetzt haben die Haie halt nur noch so wenig Verteidiger. Und es gibt Icing vorm Haie-Tor. Guck mal, diesen Check jetzt hier von Kindl. Boom. Matsumoto. Alles easy. Da wird die Tür zugemacht. Was, schon wieder? Oh, jetzt die Chance. Matsumoto und Eck. Nein, Darm. Den habe ich drin gesehen. Und nochmal. Jetzt zweimal Darm. Das gibt's ja nicht. Da muss eigentlich mindestens einer von drin sein. Tiffels gehalten. So, Müller. Mussten wir nehmen. Best hilft jetzt hinten aus. Tiffels. Und wieder Marcel Müller. Torschütze zum 1:0. Und Best, jawohl. 4:1 und wieder Marcel Müller am Tor beteiligt. Und unser Center der Reihe 2, unser neuer Center, 5. Saisontor, der Ex-Nürnberger. Ja, das sieht gut aus. F40 noch, beruhigende Führung fürs Erste. Und selbst Vohl gewinnt Bulli. Marcel Müller und Dominik Tiffels die Assistenten. Tyler Aronson. Garnier. Aronson wird geblockt und der ging mal richtig aufs Gelenk.
So, da muss Wessler nicht eingreifen. Der ging zu hoch. Scheibe erstmal rausgespielt. Kettemer spielt tief. Garnier über Genoway. Dumont, schade. Ich wollte eigentlich auf Garnier. Beziehungsweise eigentlich wollte ich nicht auf Garnier. Ich dachte, es wäre ein Stürmer. Mit Garnier hätte es sowieso nicht geklappt. So, sind wir Robin Palka. Der geht ein bisschen unter, leider. Mal gespannt, wenn Uvira zurückkommt, wie das dann läuft. So, 6-0 mit dem Bulli-Verlust. Und jetzt Braun. Und da ist der lange Schläger. Und Palka, jetzt geht vielleicht was. Eben wurde er gezeigt. Jetzt geht vielleicht was. Nee, Darm. Schade, da war ein bisschen zu lang der Schläger. Zerrissen räumt auf. Oblinger auf Sechsel. Wer ist drüben? Marcel Müller schon wieder. Jawohl, Marcel Müller, was für ein Tor. Okay, den muss er eigentlich haben, der Darm. Marcel Müller mit seinem nächsten Saisontor. Und das zweite heute Abend. 17. Tor. Oh, ist der Drehung aus. Ja, eigentlich komplett in die Ecke gespielt, wo Darm nicht stand. Aber der Schuss kam auch wirklich jetzt überraschend. Das war auch gar nicht so geplant, dass der Schuss so kommt. Sah aber gut aus. Da war er gerade. Oh, und Darm wird rausgenommen. Im zweiten Drittel. Gestern war aus dem Birken rausbekommen, jetzt geht Darm raus. Wer ist denn jetzt im Tor? Küpper ist drin. Da sind wir gespannt, wie der sich so schlägt. Offensive 5:1 gegen die Eisbären. Oblinger und Sill, die Assistenten. Deswegen haben wir jetzt auch das Bulli verloren, weil ich mich jetzt darauf konzentriert habe. Ja, Zerrissen. Schickt dann mal Benhanowski, aber da ist der lange Schläger von Hörtler und Zerrissen räumt ab. Und es gibt eine Strafzeit gegen Pascal Zerrissen. Ja, und da ist jetzt Scheibe abgefangen und Berlin bekommt dann nochmal die Chance. 2 Minuten Powerplay. Herr Zerrissen, der Check war wohl für die Schiris ein bisschen zu brutal. Cool, mit dem Bulli gewinnen. Küpper stoppt die Scheibe. Das hat er eigentlich nicht so clever gemacht. Lapierre. Oh, da ist eine große Lücke. Rankel. Lapierre. Und da macht Rankel das Tor. Da war auf einmal die... Ich weiß nicht warum. Warum war da jetzt so viel Platz, bitte? Und Westphal muss leider zum zweiten Mal hinter sich greifen. André Rankel mit seinem 12. Saisontor. Schade. Der Captain macht's. Und Zerrissen wieder auf dem Eis. Sehen wir es nochmal hier, was sie da für einen Platz hatten. Aber auch gut gespielt. Fohl und Tiffels. Das ist nicht gut fürs Plus-Minus. Na gut, 2:5. Ist noch jede Menge Spielzeit. Shepard muss abseits. Zerrissen auf Müller. Wird da zweimal entscheidend gestört. Und Hanowski hat die Scheibe noch. Und Müller, schade. Wer fasst das dritte Tor gewesen? Marvin Küpper. 24 Sekunden. Jetzt bloß nicht noch ein drittes Tor kassieren. Müller. Jason. Erkeste nochmal mit dem Schuss und Küpper mit dem Fanghand safe. Na gut. Ja, unnötige Strafe, die uns noch ein Gegentor beschert. Aber trotzdem, das sieht eigentlich gut aus, was hier wieder heute läuft. Sehen wir mal, das war das Tor jetzt, das letzte von Ranke. Wie er den an Wessler vorbeilegt. Haben wir denn? 7:20 die Schussstatistik. Also wenn wir das wirklich mal sehen, wie effektiv Berlin ist, das ist schon Wahnsinn. Na gut, aber wenn wir gesagt haben, wenn wir das sehen, sollte das Spiel eigentlich für uns gewonnen werden.
Hier müssen wir jetzt richtig eskalieren auf einmal. So, Matsumoto mit dem Bulli gewinnen. Ferguson. Schade. Vor allem, ich habe den Ansporn, heute wenigstens mal dem Ersatztorwart einen reinzulegen, wenn das gestern schon bei Ostenbirk nicht gelungen ist. Bei Fiesinger. Nein! Dann soll es heute bitte bei Küpper der Fall sein. Tiffels, oh, verliert die Scheibe. Ramage. Und Wesslau mit dem Save, der war nicht unwichtig. So, Zerrissen mit Hernowski. Da ist Matsumoto. Und Küpper mit dem Save. 16 Minuten noch. Bleiben Berlin, um 3 Tore zu erzielen für den Ausgleich. Ja, das war der wichtige Save von Wesslau. Das ist ein Best. Der funktioniert wirklich als Center super. Tiffels und die Chance, aber Küpper hält fest. Wieder gewonnen hier von Best. Müller mit dem geblockten Schuss. Best fängt ab. Mist, jetzt ist die Scheibe. Jetzt haben wir sie wieder. Schade. Und das gibt Icing. Gibt's doch nicht. Wow. So, Best. Drüben ist Müller. Oh, Lapierre. Der war leider nicht gut gespielt. Jetzt 3 auf Wesslau. Jonas Müller wird geblockt. Hörtler, Busch, Wesslau wieder. Jetzt kommt er so langsam hier, dass er gefordert wird. Oh, und jetzt aber Moritz Müller. Und Küpper hält fest. Schade, ich wollte den Rebound haben. So, sehen wir mal. Marcel Müller, ein Tor bis zum Hattrick. Vielleicht gelingt es ja heute wieder. Gestern auch mit Hanowski geklappt. Der heute wieder ein bisschen blass bleibt, habe ich das Gefühl. Wohl gewinnt das Bulli. Aronson, der geht leider vorbei. Oh, Dumont, schade. War leider die Rückhand, war jetzt Garnier gegen Löwels. Wo sind auf einmal unsere ganzen Verteidiger, Mann? Wesslau muss festhalten. Wohl. Dumont. Ach, ich krieg ihn nicht raus. Ja, wir gehen mit Palka. Schade. Oblinger räumt auf. McKernan. Mein Handy klingelt. Das war mal hier mit Mut zum Risiko. Da gehörte jetzt viel Selbstvertrauen dazu. Und die Eisbären machen aber echt Druck jetzt hier im letzten Drittel. Ja, der geht wieder vorbei. Eckerson. Ramage und Wesslau hält fest und jetzt kommen wir wieder in Scheibenbesitz. Oblinger haben wir noch drauf. Tyler Aronson. Schade, Ramage. 3,55. Muss wieder noch da aus. Das Küpper. Also der Backup-Goalie. Nach der Einwechslung ohne Gegentor bleibt. Und jetzt macht auch noch Berlin das 3:5. Was zur Hölle ist das denn jetzt? Tja, James Shepard, 5. Saisontor. Der läuft auch ein bisschen seinen Erwartungen hinterher. Schade für Wesslau. So, Matsumoto Tiffels, 3 Minuten sind es noch für 2 Tore jetzt für Berlin. Matsumoto gewinnt das Bulli nicht. Shepard. So, jetzt Eckerson. Komm. Eckerson's got on the offensive end. To his teammate.
Ferguson. Eckerson. Hiffels. Ja, das war eigentlich jetzt nicht schlecht. Ferguson mit der Rakete von der Blauen. Küpper ein paar Mal gefordert. So, und jetzt geht Küpper. Rankel. Wessler mit dem Save. Ferguson. Jason Best. Und der macht's. Er trifft. Und damit ist das Spiel auf jeden Fall entschieden. Da habe ich jetzt wirklich gelernt, wie man jetzt ein Empty Net Goal einfach macht. Einfach wirklich deswegen zweites Tor heute Abend für Jason Best. Einfach wirklich gerade halten, dann abziehen und dann geht er im Normalfall auch rein. Sehr schön. Ja, und 6:3 gegen die Eisbären. 35 Sekunden sind es noch. Ferguson und Wessler, die Assistenten. Und jetzt mal Marcel Müller. Vielleicht liegt ja doch noch hier was. Der Hattrick in der Luft. Kiffels auf Hörnowski. Schade, Bess. Hat er doch fast sein drittes Tor gemacht. Ja, und damit steht auf jeden Fall fest, das ist der Sieg für die Haie. 9 Sekunden noch. Fohl darf nochmal ran beim Bulli. Damit hat das Thema Hattrick für Müller und Best erledigt. So, ein paar Sekunden sind es noch. 2, Lapierre. Und das war's. 6:3 Heimsieg gegen die Eisbären. Nehmen wir Gustav Wessler. Schauen wir mal, wer morgen der Gegner ist. Dann lassen wir Weizmann wahrscheinlich morgen mal wieder ran. Und langsam ist hier bei Wessler die Quote ein bisschen, dass sie nach oben geht. Gut, die ist trotzdem noch verdammt stark, aber ist ja egal. Ja, sehen wir mal hier das Tor von Best. Das 6:3. Und das war, glaube ich, der Game-Winner. Na gut, wer sind die Spieler des Tages heute? Jason Best 2 Tore, 1 Assist. Marcel Müller 2 Tore, 1 Assist. Und John Matsumoto 1 Tor, 1 Assist. 15:25 die Schussstatistik. 77% Passquote ist überhaupt nicht gut. Aber gut, wir sind dann mal wieder am Ende angekommen. Gucken uns natürlich wieder jetzt zum Abschluss die Tabelle an. Wie es da so aussieht. So, Augsburg morgen der Gegner. Also morgen wird auf jeden Fall mal Weizmann ran dürfen gegen den letzten. Wir haben jetzt 15 Punkte Vorsprung und wenn man sieht, München sogar mit einem Spiel mehr, also 16, da könnten wir morgen auf 19 Punkte dann vorbeiziehen. Also die Haie 87 Punkte auf der 1, dann 72 Punkte Mannheim auf der 2, 71 Punkte München auf der 3, schon mit einem Spiel mehr, Ingolstadt 68 Punkte auf der 4, 58 Punkte Bremerhaven auf der 5. Die Ice Tigers mit 57 Punkten auf der 6, dann haben wir 51 Punkte Krefeld auf der 7, Iserlohn mit 50 Punkten auf der 8, Wolfsburg 49 Punkte auf der 9, Düsseldorf 47 Punkte auf der 10, die Eisbären mit 44 Punkten auf der 11, dann 43 Punkte Schwenning auf der 12, 41 Punkte Augsburg auf der 13 und 36 Punkte Straubing auf der Nummer 14. Die haben auch schon ein Spiel. Ey, guck mal hier, sind sogar einige mit 36 Spielen erst und dann hier manche mit 38. Ja, das ist interessant. Dann gucken wir mal auf die meisten Tore. Das sind die Haie mit 126 und dann München mit 115. Die wenigsten Tore. Iserlohn mit 67, Straubing 74. Das sind die Augsburger bei 89. Also so schlecht ist das eigentlich gar nicht. Die wenigsten Gegentore Köln mit 60, dann Mannheim mit 65. Die meisten Gegentore Straubing 108. Und dann Augsburg, das gefällt mir natürlich mit 106. Also Leute, in diesem Sinne ist die Folge mal wieder vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt euer Feedback wieder in die Kommentare. Links zu meinen Social Media Accounts und zu meinem Discord-Server in der Videobeschreibung zu finden. Gerne mal ein Follow da lassen oder auch vorbeischauen. Würde mich sehr, sehr freuen. Jeden Tag 15 Uhr eine neue Folge von WW2K19. Geht ab 20. mit 2K20 los. Und jeden Tag um 18 Uhr eine neue Folge NHL 20, die DL-Saison mit den Kölner Haien. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn euch das Ganze hier gefällt. Ihr meinem Kanal ein Abo hinterlassen, wir den Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden.
Ich bin dann jetzt an dieser Stelle raus, bedanke mich wieder ganz, ganz herzlich fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch allen noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video.